Ja, mein Name ist Mike Menke. Ich begrüße euch auf meinen Kanälen und ich berichte hier aktuell von unserem Betriebsstandort in Paderborn über eine Lieferung von Stromaggregatoren, die diesen Dienstag, dieses Jahr 2022 noch von mir in die Ukraine gebracht werden. Die aktuelle Situation ist schlimm und dramatisch. Etliche Stromausfälle, die täglich dort stattfinden. Frauen, Kinder, ältere Leute, die in ihren Häusern ohne Licht, ohne Heizung und ohne Wasser leben müssen. Die Infrastruktur ist ja angegriffen in der Ukraine. Wir haben einen Hilferuf gekriegt aus Kiew und aus Kharkiv sowie auch aus Odessa. Wir werden jetzt hier am Dienstag aufbrechen und hier 8 Stromaggregatoren oder Generatoren in die Ukraine bringen und hier mehrere Tage mithelfen und dazu beitragen, dass man in gewissen Bereichen, gerade in den Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, durch unsere Generatoren das Stromnetz ja zum Teil wieder herstellen kann und die Leute mit Notstrom versorgt sind, so dass sie zumindest einen Raum heizen können und mit einer Kochplatte Essen warm machen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen nicht weit von uns entfernt, 1300, 1400 Kilometer entfernt, sind momentan zu dieser Jahreszeit wirklich in einer ganz, ganz, ja, schlimmen Verfassung. Und das muss man auch immer wieder sagen, denn uns geht's gut. Wir nörgeln hier rum, dass der Strompreis sich erhöht hat, dass die Spritkosten sich erhöht haben, aber wir haben es warm zu Hause und vor allen Dingen haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, für Menschen in der Not, wie im Ahrtal oder auch in anderen Einsätzen und Flutgebieten, machen wir weiter mit unserer Hilfsorganisation Stützpfeiler e.V. aus Lengerich. Gerade Frau Jutta Schulte, die hier unheimlich viel tut, und Christian Schneider sowie auch Elvira Menke. Und wir werden hier euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz die Generatoren. Ihr seht im Hintergrund die Generatoren stehen. Und wir haben sie betriebsbereit gemacht. Sie sind gescheckt. Wir haben noch mal eine Ersatzglühkerze dabei. Und was auch ganz wichtig ist, Adapter zum Laden von Autobatterien, weil man hier auch mit dem Auto teilweise sich wärmt und Batterien von Fahrzeugen natürlich sehr, sehr schnell dort auch bei aktuell minus 11 Grad leer gehen. Und deswegen ist das eine super Sache, dass man mit den Generatoren auch Autobatterien laden kann. So, weiter sagen und teilen. Ganz, ganz wichtig, ich bedanke mich bei allen Spendern, bei allen Unterstützern, die sowas erst möglich machen, die an uns glauben, die immer wieder auch uns unterstützen auf unterschiedliche Art und Weise. Zusätzlich werden noch ungefähr 9 Tonnen Medikamente diesmal mitgenommen in Kliniken für schwerste Verletzungen. Und da werden wir euch natürlich permanent auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent im Kreise eurer Familie, eurer Liebsten. Und ja, alles Gute, bis dann. Tschüss.